Fuck, natürlich geht das durch die Schleuse nicht durch, oder was? Okay. Ah, die ist hin. Also die Pflanze kriege ich nicht mehr gerettet. Warum auch immer. Ich brauche also nur ein ganz klein wenig mehr. Gut, Eiswasser tut's auch, ne? Erhöht's. Hydration critical. Ja, ja, erhöht das Hydrogen, Nitrogen in der Umgebung dann. Und mehr Nitrogen schadet jetzt nicht unbedingt. Ich kann aber die Flaschen dann offen, habe ich auch ein bisschen weniger Druck auf dem Dingens. Die Flaschen nochmal befüllen, um den Druck vom Quascher runterzunehmen. Okay, mehr Eiswasser scheint hier nicht. Doch, da ist noch was. Und noch ein bisschen was. Okay. Meeroxid wäre jetzt nett gewesen. Das ist meine Basis. Aber ich denke nicht, dass ich das noch hinkriegen werde. 17% Wasser habe ich noch. Da ist Nitrice. Da ist Kohle. Bist du? Silizium. Na, was haben wir denn da Feines? Hallo, Schwester. Ein bisschen Oxid nochmal. Und damit sollten wir auf jeden Fall den Druck hinkriegen von um die 40 Kilopascal oder mehr. Bis zu 200 Pascal oder bis zu 300 Kilopascal können wir. 100 Kilopascal sollten wir anstreben. Unmöglich ist halt eben keine zu hohe Konzentration von Sauerstoff, ansonsten eventuell Kaboom. Nitrogen ist eine gute Sache, solange es nicht zu viel wird. Aber ich glaube, selbst eine 80% Nitrogen-Atmosphäre wäre noch verkraftbar. Okay, dann los. Einmal rein. Wenn wir mit jedem beitreten, wird auf jeden Fall die... So. Mit jedem Beitreten wird auch die Pressur... Der Luftdruck entsprechend besser. Dann nochmal einschalten und nochmal Sauerstoff machen. Und Wasser gießen. So. Ganz kurz sicherheitshalber gucken, ob da alles passt. So, wir haben jetzt 30 Kilopascal, 9 Grad. Das müsste also gehen um den... Jawohl. Nice. Helm aufmachen und wir können jetzt ganz in Ruhe den Helm aufmachen und trinken. 30 Kilopascal. 70% Sauerstoff. Ja, da geht ein bisschen mehr. Aber wir erhöhen jetzt sowieso den CO2 drin. Ne? Da können wir jetzt hier den ganzen Kram ausmachen. Zack, zack, zack und fertig. Sehr schön. Wir haben eine vernünftige, funktionierende Basis, in der wir ohne Helm rumlaufen und nackt im Sonnenlicht oder Sternenlicht tanzen können, wie wir das möchten. Das ist doch schön, oder? Darauf erstmal jetzt einen Schluck Wasser. Und eine schicke Dose, was auch immer das ist. Tomatensuppe. So. Dann haben wir schon mal... Oh. Deswegen geht das nicht. Da hat jemand das Stromkabel vergessen. Na hoppala. Entschuldigung. Ja, wundert mich, dass das trotzdem funktioniert hat irgendwie. Lass mal dann ganz kurz nochmal sicherheitshalber die Dings checken. Ja. Ups. Vent-Sensor. Egal, es funktioniert. Ich beschwere mich nicht. Solange es funktioniert, beschwere ich mich doch gar nicht darüber. Das ist doch die Pilze vergammelt hier. So. Dann können wir mal ganz kurz mal hier den Kram leer machen. Bleh. Ein leerer Eierkarton.
Und einen Haufen vergammeltes Futter. Mein Strom wird niedrig. Kein Problem, wir tauschen schnell durch. Zack, Dankeschön. So, CO2-Filter da. Ich kann nochmal den Wasting nochmal leer machen gerade. Dann haben wir auch den dann schon mal. Zack. Alles klar. Und wie gesagt, mit jedem Beitreten jetzt wird es auch einfacher. Oder wird jetzt auch mehr Gas in die Wohnung kommen, weil ich ja von draußen Kleinstmengen an Dings mitbringe. Kleinstmengen an Atmosphäre mitbringe. Dann lass kurz nochmal den Gastank mal auffüllen, wo wir schon mal da sind. Zack. Das ist nicht schlimm, ich habe ja E-Helm offen. So. Und jetzt halt die Hydroponics. Die Hydroponics aufstellen. Das müsste hier irgendwo sein. Solar Generator, das sind nur die Dinger, die brauchen wir nicht. Nicht. Futter. Das brauchen wir nicht. Air Condition, genau, den Air Condition sollte ich ja mit aufstellen, auf jeden Fall. Und den werden wir gegebenenfalls brauchen, wenn es ein bisschen zu kalt oder zu warm wird. Mit unserem Pflänzchen. Dazu nehmen wir jetzt einfach eine Batterie hier raus und stecken die da rein. Wir können es auch gleich mal ein bisschen aufheizen hier gerade. Oh, er hat keine Atmosphäre, ne? Er braucht Atmosphäre, um Hitze zu erzeugen, glaube ich, ne? Okay. Dann brauchen wir den Portable Hydroponics und den Portable Scope. So, die Hydroponics packen wir hier drüben hin. Zack. Da haben wir jetzt dann gleich als nächstes dann den Wassertank rein. Der ist ja auch hier irgendwo drinne. Okay, da hinten. Zack. Das reicht erstmal für eine Weile. Und jetzt können wir da unsere Sachen anpflanzen. Und haben dann hoffentlich Futter. Ich denke, ich werde als erstes mal nur auf Kartoffeln gehen. Der Rest ist alles nicht so wirklich toll. Ich bin ein Freund von gebackenen Kartoffeln. So. Okay. Unfavored Lightning. Das sieht zumindest gut aus. Wir warten mal, ob das wächst. Und wenn es wächst, dann können wir dann auch die nächste. Aber es müsste eigentlich. Wir haben jetzt 36 Kilopascal. Na komm, wir können ruhig noch ein bisschen mehr machen gerade. Pass mal auf. Hier, Eiswasser. Und nochmal das letzte O2. So. Hören wir den Druck noch ein kleines bisschen mehr. Ich könnte so einfach Atmosphäre von draußen reinpumpen, oder? Das würde auch gehen, denke ich mal. Ich müsste nur draußen einen aktiven Vent hinstellen. Das wäre, glaube ich, die einfachste Variante auch. Dann habe ich, glaube ich, eine ziemlich hohe CO2-Konzentration im Haus. Wir schauen mal, ob das klappt oder nicht. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Okay. Wir müssen ganz schnell los und ein bisschen mehr holen. Wenn ich Eis droppe in der Welt, woraus besteht Nitrice? Warte mal, Nitrice. Nitrice. Nitrogen. Perfekt, Nitrogen, ja. Los geht's. So, als Eisfüller. Mal so ein Steck Nitrogen-Eis in meine Welt werfen. Und damit die Atmosphäre auf ein deutliches Maß an Nitrogen erhöhen. Dann sollten wir auf jeden Fall auf die entsprechende Menge kommen. Den entsprechenden Druck kommen, dass die Pflanzen wachsen können. Ohne dass wir uns grob in Gefahr begeben, dass die Atmosphäre zu doof ist.
So, soll reichen. Guck doch mal, schön, oder? Also die Pflanze soll, was man erkennt gerade ist, die Pflanze bekommt gerade Schaden. Das sollte nicht passieren, wenn da Licht drin ist. Sollte nicht passieren, wenn es nur am Licht liegt. Dass die Pflanze Schaden bekommt, heißt, da ist noch was anderes falsch. Und vermutlich ist es halt eben entweder die Temperatur oder aber es ist der Druck. Ich vermute mal, es ist tatsächlich der Druck. Dann los. Nitrize. Die Temperatur erhöht sich jetzt auch sowieso gerade von selbst. Sehr gut. Der Druck steigt und die Pflanze wächst. Okay, oder? Mit 46 Kilopascal. Nein. Wir verlieren weiterhin. Wieso verlieren wir weiterhin Druck? Okay, was ist da jetzt los? Noss? Was ist denn jetzt Noss schon wieder? Was ist jetzt Noss? Oh. Volatiles sind Noss. Nee, es ist H2. Nitrous Oxide. Ich hab zur Not noch zwei Dinger da, noch zwei Kartoffeln da. Ja, es hat ein Nitrous Oxid. Okay, das sorgt für Blackout. Das sollt ihr also, wenn denn, mal rausfiltern, oder? Okay. Combusted Volatiles. Okay, gut, dass ich keine Volatiles habe, ist es okay. Aber ich denke, ich sollte keinen Noss in meiner Welt haben. Kein Nitrous Oxid. Jetzt ein Grad. Und sie verliert weiterhin an Dingens. Ich muss mal den Scrubber holen gerade. Portable. Nee. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Wo ist denn der Scrubber? Da hinten. Batterie. Und wir brauchen einen Filter für Nitrous Oxide. Gasfilter. Und filter mir das mal raus, bitte. Los. Ansonsten habe ich alles. Ich habe 52 Kilopascal gerade. In der Umgebung. So. Okay, wir haben ein bisschen was an Pollutants da. Warte mal. Das könnte natürlich auch sein, dass es daran liegt. Aber Nuss ist generell auch doof. Gasfilter polluten, dann filtern wir die mit raus. Vermutlich durch das Schweißen. So. Der Druck sinkt ein klein bisschen. So, wir sind auf, ja, 0,05 Pollutants und Noss ist auch runter.
Ein Haufen CO2. Brauche ich mehr CO2? Nee, ne? Und das daran liegt, dass man CO2 braucht? Die Pflanze verliert weiterhin an Zeug. Ist die Temperatur zu gering oder was? Okay, Moment. Komm mal mit. Natürlich geht das durch die Schleuse nicht durch, oder was? Okay. Ah, die ist hin. Also die Pflanze kriege ich nicht mehr gerettet. Warum auch immer. Ich habe genug Dings da für mich selber. Das gibt gerade gar keinen Sinn, dass das Ding nicht geht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es wirklich an der Temperatur liegt. Aber 12 Grad ist eigentlich nicht zu kalt, oder? Potato. Okay, sieht man nichts. Found in Potato. Microwave. Potato Seeds dann eventuell. Auto Ignition. Nee. Potato. Ja, ist super hilfreich. Okay, was sagt dann unser normales Wiki dazu? Potato. Was soll man nehmen? 7,7 Meter. Traces of CO2 unter 1% pollutant. Temperature 20 Grad. Daran nichts. Minimum 20 Grad. Unter 15 Grad stirbt die Pflanze aus. Okay. Wir müssen also tatsächlich die Temperatur erhöhen. Lag ich also doch richtig. Problem ist nur, dass halt eben aufgrund der... Ja, der ist schon bereits tot. Nein! Pflanze, ich habe dich geliebt. Das heißt, wenn wir mal rauskriegen könnten, vielleicht den Kollegen... Wissen wir, die Atmosphäre ist sowieso gerade bescheuert. Ich bin noch gar nicht fertig gewesen. Ich bin dann da gar nicht fertig gewesen mit dem Umbau. Ich wollte erstmal noch die Wände fertig machen. Hier draußen. Ich Depp. Das bringt dir eh gerade alles nichts. Okay. Dann, lass mal ganz kurz die Wände wegreißen, die wir nicht brauchen. Wie doof bist du eigentlich gerade? So. Nehme ich diese Wand. Und diese Wand. Oh, Entschuldigung. Der kann bleiben, das war cool. So, der muss weg. Oh, so geht das Solpanel abgerissen, ich Depp. Clever. So, die sind alle richtig, der ist richtig, der ist richtig, genau. Es sind nur diese Wände, die gerade falsch waren. Da muss jetzt der Winkelschleifer ran, glaube ich. Erstmal den Belt wieder austauschen. Dann den Winkelschleifer. Oh, nee, sauber. Okay.
Achso, genau, da war noch das Eisenwitz noch dabei. Und dann da und da. Der Rest ist, glaube ich, korrekt. Okay. Dann jetzt den Winkelschleifer gleich. Und die Eisenframes abreißen. Und ersetzen durch die anderen Padded-Dinger. Vergleichen, der Rest ist aber in Ordnung, ne? Ja, der Rest sieht schick aus. Der Rest hat die richtigen Fenster. Okay. Wir brauchen also 4 weitere Frames. Okay. Da darfst du mal hingehen. Nee, du nicht, sondern du. Und ich hätte jetzt bitte gerne Folgendes. Erstmal die Mats wieder in meiner Maschine. So. Und, achso, wir können den mal anschmeißen gerade. Du darfst mal runterkühlen gerade, weil es geht. Und schon mal halt eben ein bisschen Temperaturen sammeln. So, jetzt zieht der quasi, er hätte vielleicht machen sollen, während ich drinne war, aber okay. Jetzt zieht der von mir die Temperatur runter, erhöht seinen inneren Druck. Und wenn wir genug Druck haben, dann müssten wir auch in der Lage sein, dann Hallo? Will er nicht. Auf jeden Fall, wenn er genug Druck hat, sollte er in der Lage sein, dann die Temperatur zu erhöhen. Ich hätte jetzt bitte gerne Folgendes, und zwar die Headed Walls wieder. 4 Stück. Eins. Zwei. Dann brauchen wir Stahl, Steel Sheets, die wir nicht haben. Und Fenster haben wir genug. Okay. Stopp. Dann hätte ich bitte gerne jetzt Steel Sheets. Okay. Und jetzt einmal die richtige Padded Wording Thin, Padded Window, Padded Thin. Das ist unten mit den Längsstreifen. Genau. So. Und so. Stahlplatten drauf. Perfekt. Und dann das Fenster. Und dann haben wir es fertig. Und dann gehe ich nochmal los, hole noch ein bisschen Nitrice und Oxide. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Gas, ne? Dann hierzu. Und dazu. So. Okay. Status hier. Druckmäßig. Wie sieht's aus? Macht gar nichts. Okay. Der soll jetzt heizen. Tut er aber nicht. Ich bin verwirrt. Okay. Darum komme ich mich dann aber in der nächsten Folge nochmal Nitrice holen, nochmal Oxid holen und dann nochmal hier alles mit Druck befüllen. Und dann sollten wir in der Lage sein, endlich eine fünftige Basis zu haben. Wir haben dann Wasser, also wir haben jetzt schon Wasser, wir haben dann aber auch Futter und alles andere, was man eben so braucht zum Überleben, bereit und in der Tüte.
Ne? Also von daher passt das schon. Können wir die Kohle mal hier reinballern tatsächlich. Und das Silizium, das braucht gerade keine Sau. Du kannst aus, Strom sparen, ganz klar. Und ja, dann würde ich sagen, das soll es für die Folge gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne muss man subscriben. Ohne nichts mehr zu wieslegen, dann gibt es mehr von mir. Bis zur nächsten Folge, wieder bis dahin. Tschüss.